hat es auch heute gegeben. Schauen wir mal. Halloween in Lustenau, alle Kinder, die Kürbisköpfe mitgebracht haben, hatten freien Eintritt mit ihren Eltern, symbolische Bedeutung. Vielleicht springt der Funke in den Kürbisköpfen ja auf die Spielerköpfe über, wer weiß. Hochmotiviert jedenfalls die beiden Ex-Rapidler bei Lustenau, Theo Grüner und Patrick Jovanovic. Die Ziele der beiden Mannschaften heute auch klar. Rapid will an die Tabellenspitze und Lustenau will den ersten Saisonerfolg. Was meinen die Präsidenten im Vereinskurier Kaltenbrunner? Wir brauchen eine Milliarde, Hubert Nagel. Wir brauchen einen Platzwart. Weiß Gott, der Rasen nicht unbedingt Bundesliga-tauglich. Im Vergleich zum Zuschauerbesuch auch heute wieder 9000 Fans im Reichshofstadion. Lustenau ohne den gesperrten Kapitän Peter Lettocher und bei Rapid Hatz statt Ratajczyk von Anfang an mit dabei. Die Hütteldorfer mit der ersten Chance über Marek Pengsa, völlig allein auf Martin Unger. Aber er lässt diese erste ganz dicke Torchance aus. Marek Pengsa nach 3 Minuten bereits. Ideal bedient, aber dann bleibt er zweiter Sieger gegen den Lustenauer Schlussmann. Dann ein Zusammenstoß, Moizzi und Butreit und sich beide ein bisschen weh, aber das Spiel läuft weiter, Wimmer. Und Wettel an den Querposten. Arnold Wettel mit der zweiten Möglichkeit. Martin Unger schon geschlagen, aber die Querlatte errichtet. Butreit muss noch behandelt werden, ein Cut an der Nase und an der Oberlippe, kann dann aber weiterspielen. Rektop und dann eine Aktion, die Schiedsrichter Messner nicht sieht. Zum Glück für Andy Heraf. Was ist passiert? Der Holländer jedenfalls stinkesauer. Und die Zeitlupe zeigt warum. Achten Sie auf den rechten Ellbogen von Andy Heraf. Patsch, genau ins Gesicht des Holländers. Dafür hat man auch schon die rote Karte gesehen. Butrei. Starke Leistung heute auf der linken Seite. Flanke bringt er herein, aber es ist kein Abnehmer da. Erste Ecke für die Lustenauer. Und der Kopfball von Roger Prinzen. Der Deutsche heute als Libero aufgeboten, stets mit vorgerückt bei Standardsituationen wie Eckbällen. Heraf. Bedient hier ideal, René Wagner, kein Abseits. Erste Möglichkeit dahin, aber der Ball noch im Spiel und Wimmer setzt nach. Und wieder Wettel. Nächste Möglichkeit für die Hütteldorfer. Und da war nur noch das Bein von Jovanovic im Weg. Der Schuss hätte womöglich gepasst. Rektop, Hansi Klär. Wieder Erik Rektop. Vorbei am ersten Rapidler und dann kommt Hartz buchstäblich in letzter Sekunde herangeflogen. Zuerst lässt der Zingler aussteigen, Erik Rektop. Und dann auf dem letzten Meter rettet Hartz. Schöttl ist es. Zweck. Jovanovic auf Theo Grüner. Und dann eine rüde Attacke. Von Zingler, dafür sieht er gelb. Oliver Beger mag es nicht glauben, aber die Entscheidung korrekt. Der Freistoß von Butrei. Abgefälscht und nur hauchdünn daneben in der 42. Minute. Beste Möglichkeit für die Lustenauer. Da war Meier schon geschlagen, aber der Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Tolle 45 Minuten sind absolviert. In der zweiten Halbzeit kommt dann Pürk für Pengsa. Die Lustenauer unverändert und Herbert Weber in der Anfangsphase gar nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Joachim Moizzi und Erik Rektop, der Ball ist drinnen, 1:0, die Führung für die Lustenauer in der 49. Minute. Erster Meisterschaftstreffer für Erik Rektop. Klasse Kopfball, Meier zwar noch mit der Hand dran, aber den Ball kann er nicht mehr parieren. Also 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit, die Führung für die Lustenauer. Die Entscheider hat Schiedsrichter Messner auf Eckball, dabei war es eher ein Foul von Wettel gegen Roger Prinzen. Und dann aus dem
im Hinterhalt. Pürk geschossen. War schwer zu nehmen, scharf geschossen, aber hat nicht geklappt. Eine Einlage von Kleiber dos Santos, dem 19-jährigen Brasilianer. Am Ball kann er alles. Aber meist macht er eben doch einen Haken zu viel. Butrei. Auf Joachim Moizzi. Der kommt hier zum Schuss. Meier kann kurz abschlagen. Und dann Kleiber dos Santos. 2:0 für Lustenau. 55 Minuten gespielt. Doppelschlag der Lustenauer. Der 19-Jährige aus Sao Paulo mit seinem zweiten Treffer für Lustenau. Hartz schläft ein bisschen und da stiehlt ihm Kleiber dos Santos den Ball und dann in der Manier eines Klasse-Vollstreckers zur 2:0-Führung. Und der nächste Angriff, Patrick Jovanovic. Immer noch Jovanovic, aber dann in letzter Sekunde noch Michael Hartz zur Ecke. Und dann klatschen die mitgereisten Wiener Fans die Rapid-Viertelstunde an. Freistoß für die Hütteldorfer. Für einmal Unsicherheit im Lustenauer Strafraum. Zuerst Zingler und dann auch der eingewechselte Angelo Fia, aber Martin Unger hat den Ball. Wettel auf Prosenik. Der nächste Einwechselspieler, Jürgen Sahler, mit der nächsten Möglichkeit. Und es beginnt das große Zittern auf der Lustenauer Betreuerbank. Schöttl in der Schlussphase schon. Und da kommt noch Arnold Wettel zur Riesenmöglichkeit, aber fast stümperhaft vertan. Und das war schon die letzte Chance der Hütteldorfer. Es bleibt beim 2:0 in Lustenau. Erste Saisonniederlage für Rapid und der erste volle Saisonerfolg für die Lustenauer. Riesenbegeisterung im Reichshofstadion. Endstand Rapid gegen Lustenau 0:2. Im Grunde sind wir heute erstens daran gescheitert, dass wir unsere 6-7 hundertprozentigen Torschüsse nicht verwerten konnten und Lustenau durch zwei katastrophale Abwehrfehler unsererseits zu zwei Toren gekommen ist. Aber ich muss Ihnen gratulieren, Sie haben 90 Minuten gekämpft und wenn man zwei Tore schießt, dann hat man auch verdient gewonnen. Patrick Jovanovic, gegen Rapid als Ur-Rapidler gewinnen eine besondere Genugtuung. Ja, wie gesagt, für mich ein besonderes Gefühl, ein schönes und eine besondere hohe Genugtuung für mich, ne, gegen die alten Kameraden zum Gewinnen. Also für mich als Erfolg, den werden wir sicher feiern heute. Wir wundern uns vor allem über diese neue Austria-Lust hinaus. Selbstbewusstsein war irgendwie weg und plötzlich heute, so nach 15, 20 Minuten, war es wieder da. Ja, wir haben gekämpft und ich glaube, dass Rapid auch ein bisschen unterschätzt hat. Bin ich sicher, ich weiß nicht, was der Trainer gerade gesagt hat von Rapid, aber wir waren 100%, alle haben Superleistung gebracht und wenn dann Rapid 10% weniger bringt, als das sie können, dann kann man so ein Spiel gewinnen. Zunächst, er spielt heute im Mittelfeld und nicht als Sturmspitze. Marek Pengster soll also im Mittelfeld die Fäden ziehen. Sturmduo heute René Wagner und Angelo Fier übrigens erstmals von Beginn an gemeinsam. Ja, Herbert Weber hat am Mittwoch Pengster zur Pause gegen Pürk getauscht, was wiederum Edi Stöhr sehr verwundert hat. Für ihn war Pengster in der ersten Hälfte der beste Spieler. Mir war es nur recht, sagte Stöhr nach dem Sieg in Lustenau. Bei Rapid fällt der gesperrte Zingler, Libero heute Peter Schöttl. Bei Lustenau muss Johann Kehr nach der vierten gelben Karte zusehen. Drei Spiele hat Rapid jetzt schon nicht mehr gewonnen. Heute müssen einfach, sagt Herbert Weber, heute müssen einfach drei Punkte her. Rapid beginnt auch sehr ambitioniert, mit guter Raumaufteilung, wie ein Foul von Rektop an Michael Hartz. Rektop, der Holländer, der einer der beiden Torschützen am vergangenen Mittwoch. Radajczyk ist das. Christoph Radajczyk, der knapp vor dem Spiel doch noch fit geworden ist. Am Mittwoch musste er noch zusehen wegen einer Achillessehnenverletzung. Prosenik, heute übrigens auf der rechten Seite großteils im Mittelfeld, nicht links. Links spielt dieser Mann hier, Arnold Wettel. Wettel, Pass von Freund. René Wagner ganz alleine und das müsste das Tor sein und es ist es. 1:0 für Rapid.
in der 8. Spielminute. Was war hier los mit der Lustenauer Verteidigung? Nochmals. Wettel. Freund. Und achten Sie jetzt auf Roger Prinzen. Er schaut zu. War vielleicht überrascht, dass hier noch ein Rapidspieler herankommt. Und da hat René Wagner alle Zeit der Welt, das Tor zu machen. Er trägt förmlich den Ball ins Tor. Roger Prinzen hat auch kurz noch abseits reklamiert, war es aber nicht. René Wagner mit seinem dritten Saisontor zum 1:0 für Rapid. Dabei hat Edi Stöhr noch vor dem Spiel auch gemeint, nur ja kein schnelles Gegentor, da müssen wir aufpassen. Rapid wird lawinenartig dieses Spiel beginnen. Angelo Vier versucht es hier mit einem Fersentrick. Vorarbeit von René Wagner. Die beiden, wie gesagt, erstmals von Beginn an im Sturm. Kosenik Flanke. Wagner. Und wieder hat Angelo Vier am kurzen Eck gelauert. Rosenik. Von ihm gehen viele Szenen aus. Aber hier ein unnötiges Foul an Roger Prinzen. Rosenik sieht dafür auch von Schiedsrichter Brugger zu Recht, wie wir gleich sehen werden, die gelbe Karte. Und das bedeutet, dass Rosenik am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel gegen Salzburg gesperrt ist. Dann bleibt Rosenik hängen. Möglichkeit für die Lustenauer. Rektop auf Moizzi. Aber dann dieser höchst ungenaue Pass von Moizzi. Foul von Butrei an René Wagner. Man merkt noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Wagner und Angelo Vier. Wie ein Kopfball von Arnold Wettel, aber Martin Unger und Tor der Lustenauer sehen dieser Ball kein Problem. Zu Beginn aber Rapid klar überlegen. Nur ganz selten kommen die Lustenauer in die gegnerische Hälfte. Das ist wieder Angelo Vier. Verzieht aber den Ball. Noch wartet er auf sein erstes Meisterschaftstor für Rapid. Den Cup hat er schon getroffen, in der Meisterschaft noch nicht. Wieder Prosenik. An Flanke des aufgerückten Hatz. Und einmal mehr Angelo Vier. Sicherlich schon die vierte Chance für den Deutschen, der ja Torschützenkönig in der zweiten deutschen Bundesliga war, bei Gütersloh. Aber der Ball will einfach nicht ins Tor. Und sowas kann sich bekanntlich rächen, wenn man doch so viele Möglichkeiten vergibt. Die Chancenauswertung bei Rapid weiterhin kläglich. Wettel versucht es wieder mit einem Weitschuss. Aber weiterhin 1:0. Und je mehr Chancen Rapid vergibt, desto mehr verkrampft sich Rapid. Lustenau erholt sich langsam aber sicher von dem Schock, traut sich mehr. Das ist Pavao, einer der beiden Brasilianer. Der zweite Dos Santos sitzt von Beginn an nur auf der Bank. Möglichkeit für Rektor. Meier, Nachschuss von Moizzi und wieder Ladislav Meier. Die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich für Lustenau. Ja, da können sich die Rapidler wirklich bei ihrem Torhüter bedanken. Bei Ladislav Meier. Nochmals die Flanke von Pavao. Zunächst ist es noch der 30-jährige Holländer Rektor. Fußabwehr von Meier, Nachschuss von Moizzi. Meier erneut am Ball. Ja, und der Pausenstand, den Pausenstand von 1:0, den sehen auch diese drei großen Herren des österreichischen Fußballs, nämlich Feurer, Prohaska und Krankl. Beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Aber Lustenau wird immer stärker. Hier ein Weitschuss von Dürr.
Wieder muss sich Ladislav Meier gehörig strecken. Der Ball hätte wohl gepasst oder wäre zumindest an die Stange gegangen. Jörg Freund den Ball verloren, der aber sonst eine sehr gute Partie spielt. Rektop auf Butrei. Ja, diese Szenen, die gleichen sich immer wieder. Muss Ladislav Meier retten. Dann ein Doppeltausch bei Rapid in der 57. Minute. Pürk und Sahler kommen anstelle von Angelo Fier und René Wagner. Herbert Weber nimmt also beide Stürmer vom Feld, dürfte mit beiden unzufrieden sein. Penxer rückt vom Mittelfeld in den Sturm auf und bildet nun also den Angriff gemeinsam mit Markus Pürk. Vielleicht gelingt es bei diesen beiden besser. Radajczyk, auch ein guter Schuss, aber ebenso gut gehalten von Martin Unger. Langsam mehren sich im Hanapi-Stadion auch die Pfiffe der Rapid-Fans. Auch Edi Stöhr wechselt, Dos Santos, Torschütze am Mittwoch zum 2:0, kommt anstelle von Harald Dürr. Dürr war der Bewacher von Penxer. Edi Stöhr hat also reagiert auf den Positionenwechsel bei Rapid. Dann Pürk, Penxer. Es läuft einfach unrund bei Rapid. Hier ist Prosenik. Er versucht es. Den gestreckten Bein. Aber nach wie vor 1:0 durch dieses frühe Tor von René Wagner in der 8. Minute. Die Rapid-Viertelstunde ist bereits angelaufen. Viel zu klatschen gibt es in dieser Phase nicht mehr für die Rapid-Fans. Sie skandieren auch immer wieder, wir wollen Rapid sehen. Hier wird Penxer ein bisschen am Leiberl festgehalten. Schauen wir uns das in der Zeitlupe an, ob Elfmeter oder nicht. Enzenebner, ich würde sagen, Schiedsrichter Brugger zu Recht weiterspielen lassen. Die bekannten Schwächen von Rapid, die zeigen sich heute auch wieder. Hier Pürk, auch er reklamiert gar nicht viel auf Elfmeter, auch hier können wir uns die Zeitlupe ansehen. Auch hier kein Elfmeterpfiff. Ja, ich wollte sagen, bei Rapid, die Schwächen, die man bereits aus den letzten Spielen kannte, die treten auch heute wieder zutage. Im Mittelfeld fehlt einfach ein Regisseur mit den genialen Ideen. Und die Chancenauswertung, die ist miserabel. Hier versucht Jürgen Sahler, aufgerückt aus dem Mittelfeld. Und Lustenau versucht die letzten 10 Minuten zu nutzen, um vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen. Hier ein Kopfball von Dos Santos. Die Lustenau merken, Rapid ist angeschlagen und sie haben ja das Vorbild Ried, das ein 1:1 im Hanapi-Stadion geholt hat. Edi Stöhr treibt seine Mannschaft an. Pavao. Flanke von Pavao. Roger Prinzen, das wäre es gewesen, die allerletzte Chance. Auch wenn Rapid viel mehr vom Spiel gehabt hat, wäre ein Remis gar nicht so unverdient gewesen. Einstand aber 1:0 für Rapid. Ein Sieg, der aber weder Selbstvertrauen für Dienste geben kann, noch Werbung für das Bordeaux-Spiel ist. Lustenau hingegen kann auch das 23. Auswärtsspiel seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse nicht gewinnen. Wir wussten, dass Rapid mit großer Wut im Bauch kommen würde. Und wir haben uns vorgenommen, vor allen Dingen in der Anfangsphase großen Wert auf die Defensive zu legen. Und es ist uns in einer Situation nicht gelungen. Es hat gereicht zur Niederlage. Hat Lustenau nicht von Beginn an zu vorsichtig gespielt? War das nicht ein taktischer Fehler, diese Vorsicht?
sehe ich ganz und gar nicht so. Ich glaube, wenn wir offener spielen und wenn wir zu offensiv spielen, dann laufen wir ständig ins offene Messer. Das wollten wir vermeiden. Und Sie haben ja auch gesehen, dass wir zwei glasklare Torchancen gehabt haben. Wenn wir sie nutzen, gehen wir sogar als Sieger vom. Kommen wir zunächst einmal zum heutigen Spiel. Gleich die erste Frage: Überwiegt die Freude über den knappen Sieg oder doch ein bisschen der Ärger über die eher mäßige Vorstellung? Gut, gleich am Anfang möchte ich sagen, dass wir sicher nicht so gespielt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist ganz klar. Jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass diese Mannschaft viel besser spielen kann. Aber man muss auch bedenken, dass die Spieler keine Maschinen sind. Und wir sind jetzt seit 2 Monaten im Einsatz und haben sehr lange Reisen hinter uns und haben jeden dritten Tag ein schweres Spiel. Und da kommen dann natürlich auch solche Spiele wie heute vor. Kommen wir zum Positivsten. Aus Rapid-Sicht gleich zu Beginn einmal das entscheidende Tor des heutigen Nachmittags, schon in der 8. Minute durch René Wagner. Mit dem Anfang kann man zufrieden sein, oder? Ja, ich glaube, dass wir erste Halbzeit sehr schöne Chancen herausgearbeitet haben und dann im Fortdauer des Spiels natürlich ein bisschen verunsichert worden sind, weil wir die Chance nicht verwertet haben. Ein Geschenk, das sich ein René Wagner natürlich nicht entgehen lässt. Auffallend war nur, danach war Rapid wieder einmal nicht in der Lage, mit spielerischen Mitteln den Gegner so wirklich unter Druck zu setzen. Erwartet man da zu viel von dieser Rapid-Mannschaft? Ja gut, ich bin mir bewusst, dass ich Rapid-Trainer bin und bei Rapid ist es sicher sehr schwer zu arbeiten. Es genügt ja nicht, dass wir gewinnen, sondern zum Erfolg gehört noch die spielerische Linie dazu. Und wir spielen auch gegen Gegner, die sehr stark sind. Und es war eben so, wenn ich bedenke, wir gewinnen gegen Sturm zu Hause 2:0, gewinnen das Derby 1:0. Und es gibt nie eine Frage darüber, warum wir in der zweiten Halbzeit so gut gespielt haben, sondern es wird nur gefragt, wieso wir in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt haben. Und man sieht halt bei Rapid eher das Negative als bei anderen Clubs. Los eines Rapid-Trainers, Sie haben schon gesagt, Los eines Rapid-Trainers, auch dass es Pfiffe gibt, obwohl man gewonnen hat. Haben Sie Verständnis für die Pfiffe der Fans? Ja, man verlangt von den Spielern sehr viel. Sie müssen kreativ sein, zum Erfolg dazu. Und es ist eben so, dass man, wenn man dauernd in den Medien hört, dass es neue Käufe geben muss, dass wir kreativer sein müssen, dass es den Malekos einmal gibt, einmal wieder nicht, einmal wird er gekauft, einmal fehlt das Geld, dass natürlich dann bei den Spielern eine gewisse Verkrampftheit eintritt, weil ich glaube, man sollte zuerst einmal die Leistungen honorieren, die die Spieler bringen und dann sollte man einmal an alles andere denken. Zum Thema Malekos, auch zum Thema Spielmacher überhaupt, haben wir die Fans, die am besten oft wissen, was so bei einem Club los ist, vor dem Match befragt. Es fehlt eindeutiger Spielmacher. Man muss ehrlich sagen, der Didi ist meines Erachtens nach wie vor nicht zu ersetzen. Die Aufgabenverteilungen in der Mannschaft sind zwar jetzt auf Freund, Hera verteilt worden, aber der typische Spielmacher fehlt uns einfach. Glaubst du nicht, dass Ihnen ein guter Spieler noch fehlt? Oh ja, auch ein bisschen, aber Mittelfeld, also ein Laufstarker. Ein Mittelfeld, also der war ein Spielmacher. Es ist halt so, dass die Aufgaben jetzt im Moment anders verteilt werden und ich hoffe, dass dem in Bälde abgestellt ist und dass immer ein Spielmacher gefunden wird, der, sagen wir mal, Akzente wie in der Vergangenheit der Didi Kübauer setzen kann. Und die wachsen halt nicht am Baum, die Didis. Ne? Ja, Herbert Eber, ich frage Sie natürlich jetzt nicht, ob Sie sich auch einen Spielmacher wünschen. Nun, na, rechnen Sie damit, dass noch einer kommt? So wie es ausschaut jetzt, wird keiner kommen, aber die Möglichkeit besteht, wenn wir jetzt am Dienstag gegen Bordeaux eine Runde weiterkommen. Und das ist jetzt unser großes Ziel, dieses Spiel so zu gestalten, dass wir auch in der nächsten Runde im UEFA Cup tätig sind. Kommen wir kurz zu den Neuen von Rapid. Wir schauen uns eine Riesenchance von Lustenau dazu an, die Torhüter Ladislav Meyer vereitelt hat. Ich glaube, mit dem kann man nur rundum zufrieden sein. Er hat uns in vielen Partien schon sehr geholfen und ist sicher eine große Verstärkung für uns. Rektop, der holländische Legionär bei Lustenau, hatte die Riesenchance und zweimal konnte Meyer großartig klären. Ein anderer Fall ist Angelo 4. Heute haben Sie überhaupt schon in der 56. Minute das Projekt Wagner 4 zu einem Ende gebracht. Warum so früh ausgetauscht?
Wir sind in die zweite Halbzeit gestartet und wir haben überhaupt keine Möglichkeiten gehabt, im Sturm die Bälle so zu halten, dass der Druck von Lustin auch nicht zugenommen hätte. Und deswegen habe ich dann versucht, mit Bürk und Bengtsson zwei Spieler zu bringen, die in der Lage sind, die Bälle vorne zu halten, dass wir auch die Möglichkeiten haben, aus der Abwehr herauszukommen und selbst wieder Druck zu machen. Wolfgang Kutsche hat übrigens mit Angelo Fia kurz nach dem Match ein Interview geführt. Ehrlich, hätte ich mir gewünscht, heute länger zu spielen. Es ist immer nicht schön, ausgewechselt zu werden. Gut, ich hatte meine Chancen auch in der ersten Halbzeit. Ich hätte mindestens ein Tor machen müssen. Der Kopfball, normalerweise mache ich den mit Augen zu rein. Aber gut, so ist Fußball. Aber eins steht fest, ich glaube, um, ich sage jetzt mal, zur richtig 100%igen Leistung zu finden, da brauche ich mehr Zeit, mehr Spiele und auch mehr Spielminuten. Aber ich glaube, das ist der falsche Ort, hier darüber zu sprechen oder zu diskutieren. Das muss man erst intern machen und auch vielleicht mit dem Trainer. Herr Herbert Weber, Stichwort Europacup. Am Dienstag ist es soweit gegen Bordeaux. Welche Aufschlüsse hat das heutige Spiel gegeben? Ja gut, die Ausgangsposition für dieses Spiel gegen Lustenau war ganz anders als dieses am Dienstag. Wir wissen, wie schwer das dieses Spiel gegen diese Top-Mannschaft wird. Sie sind ungeschlagen in der französischen Meisterschaft. Sie spielen ganz ein anderes Spiel als wir. Und ich glaube trotzdem, dass wir unsere Chancen haben. Die Ausgangsposition ist sehr gut für uns und dementsprechend werden wir unser Spiel gestalten. Aus einer gesicherten Abwehr, das liegt uns ja sehr gut, versuchen auf Kontertore zu erzielen. Oh, Duell zweier Mannschaften, die heuer im Jahr 99 wohlgemerkt noch nie gewonnen, aber auch noch nie verloren haben, also unentschieden gespielt haben. Lustenau hat in Wien noch nie gewinnen können in der Max-Bundesliga, aber Rapid hat möglicherweise in der Defensive Aufstellungssorgen, denn Thomas Singler, der Libero, ist ja verletzt, daher Martin Braun, diesmal der Abwehrdirigent beim Rapid-Konzert im Hanapi-Stadion. Frühjahrsdebüt für Arnold Vettel, er hatte ja bis vor einer Woche ein Kreuz mit dem Kreuz. Und ein Comeback nach 15 Monaten hat am Dienstag der Ghanese Richard Padmore bei Lustenau gegeben. Prinzen, der Libero von Lustenau, heute auch Kapitän statt des verletzten Letocher. Nicht dabei bei Lustenau auch Claire wegen 7-mal Gelb, Kosturkow und Moizzi, die beiden sind verletzt. Für Rapid, das hat auch Trainer Heribert Weber angekündigt, das muss einfach ein Sieg werden. Und die erste Chance, die hat nach 12 Minuten René Wagner, der Tscheche, nach Flanke von Vettel. Aber ausgezeichnet, Torhüter Krasnitzer, zum dritten Mal schon bei Lustenau eine tadellose Leistung. Bei Rapid fehlen neben Zingler auch Herauf und Wittl wegen Verletzungen. Gleich die nächste Möglichkeit in einer allerdings schwachen ersten Spielhälfte für Marek Pengser nach 27 Minuten. Rapid erzeugt Druck, aber kommt nur selten zu solchen Chancen wie hier. René Wagner und dann Arnold Vettel. Nach einer halben Stunde sind beide Trainer unzufrieden. Edi Stör deshalb, weil seine Mannschaft enorm unter Druck steht. Und Heribert Weber deshalb, weil Rapid mit dem erzeugten Druck nichts anfangen kann. Und so kommt es, wie es kommen muss. Lustenau kommt erstmals zu Chancen. Tiefenbach nach Vorlage des Holländers Benecker. 37. Minute, Ladislav Meyer muss erstmals eingreifen. Eine dicke Chance für die Lustenauer, aber 0:0 und Sympathiepunkte gibt es für die Rapidler nur deshalb, weil die Ersatzspieler, hier war es Jürgen Saller, Autogramme schreiben. Heribert Weber reagiert, bringt Angelo Fier für René Wagner im Angriff und auch Edi Stör bringt einen neuen Mann, Inzen Ebner, für Grüner. Er soll die Defensivabteilung noch ein bisschen stärken. Radajczyk will flanken und aus der vermeintlichen Flanke wird das 1:0 für Rapid. Keine 4 Minuten nach der Pause. Krzysztof Radajczyk, der Pole, mit seinem zweiten Bundesliga-Tor in dieser Saison. Da sieht man, dass Tamás Tiefenbach stehen bleibt und dass die Flanke von Harald Scholl abgefälscht wird. Also nicht ganz unschuldig der Ungar Tiefenbach, der Radajczyk ziehen lässt und sehr unglücklich. Scholl berührt noch den Ball, keine Chance für Krasnitzer, aber der Ärger bei Lustenau-Trainer Stör ist natürlich groß. Die Lustenauer öffnen jetzt natürlich recht top, der Holländer. Meyer wehrt den Ball ab, aber es gibt keinen Eckball für Lustenau. Die Lustenauer haben ja mit einer Viererabwehr begonnen. Aber jetzt natürlich ein bisschen mehr Platz für Rapid. Vettel,
Und wieder eine tolle Abwehrleistung von Mario Krasnitzer. Jetzt soll Pürk nach einer starken Stunde für neuen Angriffsschwung sorgen anstelle von Prosenik. Eckball Wimmer. Und da kommt gleich Pürk an den Ball. Und mit seiner ersten Ballberührung erzielt er das 2:0 für Rapid. 65. Minute. Zum zweiten Mal ein Rapid-Tor nach einem abgefälschten Schuss. Und die Zeitlupe beweist, Pürks satter Schuss wird von Enzenebner wieder unhaltbar abgefälscht. Viertes Bundesliga-Tor in dieser Saison für Pürk. Libero Prinzen hält es nicht mehr hinten. Und Glück dafür, der Rapidler. Der Ball rutscht unter dem Bauch von Ladislav Meyer durch. Recht ab. Wiesenbach. Ja, und jetzt macht er seinen Fehler gut. Anschlusstreffer. Nur 4 Minuten nach dem 2:0. Nur noch 2:1. Torschütze Tiefenbach. Sein 5. Saisontreffer. Insgesamt sein 14. für Memphis Austria Lustenau. Damit ist er der beste Max-Bundesliga-Torschütze seines Teams. Und Herbert Weber will natürlich den Pflichtsieg nicht verlieren. Beginn der Rapid-Viertelstunde. Riesenmöglichkeit wieder für Pürk und wieder einmal Krasnitzer. Noch ist die Möglichkeit heiß. Acic. Ja, ein fantastischer Schuss, Stange. Und dann trifft Penkser einen Gegner. Trotzdem, Lustenau bleibt in Wien sieglos. Rapid feiert den ersten Sieg im Frühjahr, aber einen mit 2:1 knappen und mühsamen. Man hat gesehen, es ist nicht ein wirklicher Spiel zustande gekommen. Aber jeder hat geredet von einem Pflichtsieg und wir haben gewusst, es wird sehr schwer. Und nur durchs Kämpfen können wir dann die Tore schießen. Der Spieler war nicht mehr drinnen. Wir haben nach der Pause einen Doppelschlag zugelassen, wo wir einfach nicht auf dem Platz waren. Das darf uns nicht passieren, sonst verlieren wir solche Spiele. Und das war auch noch ein ganz besonderes, nämlich das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte nach nicht weniger als 14 Sekunden. Das war vergangene Saison der Fall. Dass das heute nicht wieder passiert, das soll vor allem Mario Krasnitzer im Lustenauer Tor sorgen. Seine Option wurde bereits wahrgenommen. Schöne Geste vor dem Spiel, auch Kapitän Peter Letocher überreicht ORF-Landesintendant Wolfgang Burtscher eine 40.000 Schilling Mannschaftsspende zugunsten der Aktion Nachbar in Not. Das ein Resultat der ohnehin schmächtigen Prämien der Spieler, also ganz noble Geste. Der Lustenau. Hubert Nagel hat heute Geburtstag, 48 wird er und wünscht sich natürlich einen Sieg seiner Mannschaft. Das gleiche tun die mitgereisten Rapid-Fans für die ihre. Rutschiges Terrain bei Dauerregen im Reichshofstadion, 7000 Besucher und die sehen eine von Anfang an hochmotiviert und hochoffensiv aufspielende Lustenauer Mannschaft. Gröner. Rektop. Schöner Weiterpass auf Butrei, Tiefenbach und noch einmal der deutsche Butrei per Kopf, aber da ist Butrei schon im Abseits gestanden. Aber erste tolle Aktion schon in der allerersten Minute für die Lustenau. Charles Wittl mit einem gefährlichen Freistoß. Wittl heute also von Anfang an dabei, dafür Wagner und Vier zu Beginn draußen und die dazugehörende Ecke. Und Acic aus dem Hinterhalt, aber gut 7-8 Meter am Tor vorbei. Und dieses Foul von Freund am Ex-Rapidler Patrick Jovanovic. Freistoßdistanz etwa 25 Meter. Und Roger Prinzen, herrlich geschossen. Da macht Ladislav Meyer keinen Zucker. Da wäre er nie und nimmer dran gekommen. Aber der Ball streift etwa einen Meter am Pfosten vorbei. Die Hütteldorfer mit großen Problemen im Spielaufbau. Und für einmal ein Konter der Lustenauer, die sonst eigentlich eher das Spiel machen. Auf Tiefenbach. Riesenmöglichkeit für den pfeilschnellen Ungarn, aber bei der Chancenauswertung, da hapert es bei ihm ein bisschen in den letzten Wochen. Dann einmal ein Konter für die Hütteldorfer. Freund, Tanksa. Dauert alles ein bisschen lang und dann klärt Kapitän Letocher zur Ecke. Prosenik. Die Faustabwehr von Krasnitzer und Acic, nochmals Krasnitzer und zu einem zweiten Nachschuss kommt Ivan Acic nicht mehr, denn er fault zuvor Michael Butra. Weiter Pass von Roger Prinzen. Tiefenbach. Und Erik Rektop. Mit einer spektakulären Einlage trifft er auch noch Freund an den Händen, aber er hat seinen Körper gezogen, keine Elfmeterentscheidung, absolut okay. Quirlige, dynamische erste Halbzeit, die Fans absolut zufrieden. 0:0, der Pausenstand. Lustenau in Topform, Rapid weiß Gott noch nicht meisterlich.
Wieder Libero Prinzen. Recto. Butrei, kein Abseits. Recto. Und 1:0 für Austria Lustenau in der 50. Minute. Absolut verdient dieser Führungstreffer. Für einmal hat die Rapid-Abwehr nicht gut aufgepasst, aber ein bisschen Glück war auch dabei, denn Hartz fälscht den Ball noch zwischen den Beinen, bekommt dann ein bisschen ab und so kommt Meier nicht mehr heran, ist chancenlos bei diesem Gegentreffer und viel hat nicht gefehlt, dann wäre Meier dran gewesen. Aber 1:0 die Führung, 5 Minuten nach der Pause. Die Antwort der Hütteldorfer. Prosenik. Und Charles Wittel steigt am höchsten. Er heute stärkster Mann bei Rapid auf dem Feld. Und bei diesem Kopfball hat gar nicht viel gefehlt. Die Lustenauer lassen sich jetzt immer weiter zurückfallen. Rapid macht das Spiel, kommt aber kaum zu wirklich guten Chancen. So versucht Prosenik auch einmal von hinten. Aber Krasnitzer mit gutem Stellungsspiel war tückisch, dieser Aufsetzer von Prosenik. Herbert Weber bringt dann Wagner für Acic. Aber deutlich besser wird das Spiel auch nicht. Aber diese Aktion von René Wagner, gut geschossen aus der Drehung. Aber wieder Mario Krasnitzer hat gut aufgepasst. Benecker. Und dann Butrei auf und davon. Kein Abseits, allein gegen Meier. Und das ist das 2:0 in der 82. Minute. Die Lustenauer zu diesem Zeitpunkt natürlich nur noch aufs Kontern verlegt. Und der Beste, der hat gepasst. Wenige Minuten vor Schluss. Riesenjubel bei den 7000 Fans. Und das war's dann auch schon. Lustenau gewinnt auch das zweite Heimspiel gegen Rapid mit 2:0. Riesenerleichterung bei Edi Stör. Nur noch aufs Kontern verlegt. Und der Beste, der hat gepasst. Wenige Minuten vor Schluss, Riesenjubel bei den 7000 Fans. Und das war's dann auch schon. Lustenau gewinnt auch das zweite Heimspiel gegen Rapid mit 2:0. Riesenerleichterung bei Edi Stör. Lustenau an Fans, große Enttäuschung bei den Hütteldorf. Wir konnten kaum effektive Torchancen herausarbeiten, obwohl von der Entstehung her hätten wir die Möglichkeiten gehabt. Aber der letzte Pass hat meistens nicht geklappt. Aber sie sind gelaufen und sie haben sich eingesetzt. Aber um Meister werden zu können, da fehlt doch einiges. Der Trainer hat mehr Kraft, als man ihm zutraut. Der Trainer ist immer optimistisch, der Trainer denkt immer an die Zukunft und ist aber gleichzeitig Realist. Natürlich ist es ein klein wenig balsam, weil ich bin natürlich erfolgshungrig und erfolgsorientiert. Insofern hat es heute ganz besonders gut getan. Klaus Heutinger, ist für Sie bei Ried die Uhr abgelaufen? Ja, die ist abgelaufen. Ich werde heute den Rücktritt erklären und das war somit das letzte Spiel für den SV Jos Karit. Eine sensationelle Aussage.